Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800. Handelskammern und Minen sollen heute im Mittelpunkt stehen. Die Vorbereitungen hatten wir getroffen. Weiter geht es mit dem Einsetzen der Spezialisten und mit dem Umgestalten der Minen. Hier vorn bei unseren kleinen Arbeitern dürfen wir bestimmt doch aber auch mal aufrüsten. Jawohl, da bauen wir natürlich gleich mal aus. Und dann fangen wir hier unten am Zipfel bei den Handelskammern an. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich doch dazu entschieden, hier noch ein paar Häuser mit reinzuquetschen. Gehen ich halt fühle mit jedem die Investoren hier unten ohne Elektrizität aus, aber das ist ja auch egal. Dann lasst mich die Angelegenheit doch mal überprüfen. Handelskammern hätte ich gern. Hier unten habt ihr keine Elektrizität. Das bedeutet, für euch zwei, diese Stadt zieht helle Köpfe, muss ich eine Angie reinpacken. Dann mal hier den guten Jörg zuerst, dann gibt's die Angie für euch. Und obendrauf noch den Sapeur. Erledigt. Nächste. Ihr, beziehungsweise du. Du hast Strom? Jawohl. Und sogar 4 Itemslots in der Handelskammer. Ja Mensch, was packe ich denn da rein? Auf jeden Fall den guten Jörg. Dann wäre da noch Platz für den Ferras. Die Angie brauchen wir ja nicht. Elektrizität gibt es. Der Sapeur natürlich. Der darf nicht fehlen. Und jetzt... könnte ich hier noch so eine Seilfahrt mit reinpacken? Könnte ich doch. So schaut's doch aus. Nächste. Ja, wir müssen jetzt alles einmal abarbeiten. So ist das nun mal. Elektrizität habt ihr. Also gleiches an dieser Stelle. Jo. Ferras, mach dich bereit. Sapeur, ich hätte Arbeit für dich. Und bringt mir mal jemand so eine elektrische Seilfahrt, die ich da noch mit installieren könnte. Dann klappt's ein bisschen besser beim Abbau. Die nächste. Auch Elektrizität vorhanden. Ich schaue zur Sicherheit nochmal nach. Aber jawohl. Man muss ja sicher gehen. Jörg, Ferras, kommt herbei. Und könnte wohl sein, dass ich da noch eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Seilfahrten benötige. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ach doch nicht jetzt schon wieder. Kann man hier nicht eine Folge mal in Ruhe arbeiten? Ach, mal seine eigenen Probleme versuchen zu beseitigen. Nein, das ist alles viel zu viel verlangt. Jetzt habt ihr mich aus dem Konzept gebracht. Toll, jetzt habt ihr es geschafft. Prima. Ach, ich brauche nochmal den Ferras. Könnte ich auch mal wieder ein paar einkaufen gehen, wenn ich das da gerade so sehe. Und bitte hier noch ein... Oh, 5 Stück nur noch. Wird knapp. Oh, ihr habt zum Glück schon welche drin. Das freut mich doch. Aber bitte mal ordentlich anordnen hier. Wie ich schon hatte, ne? So machen wir das. Alles muss seine Ordnung haben. Noch jemand ohne Fahrschein hier unten. Da stand doch auch noch einer. Genau. Was denn da los? Oh, die gute Elise, die müssen wir dann mal woanders mit reinpacken. Müssen wir die. Merk ich mir. Der Turbo-Generator, der kann doch weg. Wir haben doch hier Elektrizität. Oder, die Flammen wurden gelöscht. Oder sehe ich das anders? Hey, zeig. Oh! Tatsache, keine Elektrizität vorhanden. Angie, Einsatz. Für dich.
Ich hab doch alles da, was wir brauchen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich komm ja schon, ich schau's mir an. Ich repariere. Und war's das? Wirklich? Wegen der einen Hütte habt ihr mich hier gerufen. Ach, lass das doch mal sein. Das tut doch nicht Not. Könntet ihr doch euch selbst drum kümmern. Die Lager sind voll. So. Weiter, 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 weiter. Wir sind da noch lange nicht fertig. Hier zwei Stück. Ihr seid alle schon drin. Elektrizität vorhanden. Bedeutet, es fehlt nur noch der Sapeur. Und den spendiere ich euch. Liebend gern. Da sollte die Elektrizität auch noch hinkommen. Schaue ich gleich mal hier hinten. Da sieht's schlecht aus. Ganz schlecht. Sieht's da aus. Heißt, ihr bekommt nochmal die Seilfahrt. Und hier die... Wo steht sie denn? Ach hier. Die Handelskammer. Die hat leider auch nur 3 Slots. Schade. Brauch Jörg, brauch Angie, brauch Sapeur. Halt! Sapeur, sagt ich. Hört doch mal genau hin. Wascht euch die Ohren. Gut, gut, gut. Sollte es an der Stelle gewesen sein. Wir befinden uns in... Dann hätten wir hier noch ein paar stehen. Was braucht ihr denn? Lasst mal hören. Elektrizität? Nein, braucht ihr nicht. Muss ich wieder so eine Seilfahrt opfern? Langsam wird's knapp, Jungs. Die nehmen wir. Halt, die packen wir da unten. Ach, eigentlich ist es ja auch egal, ne? Kann man halten, wie man will. Jacke wie Hose. Einen Nachbar, den versorge ich natürlich auch nochmal. Ach, extra für dich. 4 Stück, die ich da reinpacken muss. Kommen ja die Tränen. 2 Stück habe ich nur noch. Hey, 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 hey. Wir müssen sparen. Oh. Oh, oh, oh. Und überall nichts drin. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade. Ja, schön, dass er mich nochmal dran erinnert. Die wollte ich ja auch nochmal extra irgendwo mit reinpacken. Aber nicht so viel auf einmal, sonst vergesse ich doch wieder was. Die letzte, meine letzte Seilfahrt. Ja, da schaue ich doch gleich nochmal ins Forschungsinstitut rein, schlag ich vor. So geht's nicht weiter hier. So kann ich nicht arbeiten. Brauche ich noch welche? Da, 2 Stück noch. Das war's dann. Einmal hier. Und da geht nicht, weil, na, ihr wisst schon, das Problem hatten wir beim letzten Mal schon. Also nur noch einmal. Gut, das liegt im machbaren Bereich. Jörg soll schon mal rein. Ach, hier brauche ich nicht zu schauen nach der Elektrizität. Eigentlich, ich mach's aber trotzdem mal. Ja, die haben wir. Dann wisst ihr ja, was kommt. Der noch? Und wie sieht's aus?
Seilfahrt. Ah ja, habe ich noch welche in der Warteschlange. Gut, muss ich mir merken, dass hier noch eine fehlt. Und die gute Madame Elise, Mademoiselle Elise, wie auch immer. Wo packen wir die denn jetzt noch mit hin? Hätte ich da noch einen Platz, wo ich mal so sinnloserweise noch eine Handelskammer mit dran klatschen könnte? Ach, warum denn nicht hier unten noch mit dem Hafenbereich? Da ist ja noch ein bisschen ungenutzter Platz. Stellen wir das da mal mit hin. Und rein mit dir. Ich will hier besondere Gäste haben. Frachtschiff steht bereit. Dass das mal klar ist. Hätte ich jetzt noch für mein Schiff hier einen Spezialisten? Nein, aber eine Spezialistin. Die nehme ich doch auch. Nehme ich die. Gebt mal her. Alle Schiffe wieder bestückt. Abdrehen beginnen. Der hier, der so einsam noch da oben steht. Sie haben an Einfluss gewonnen. Der sollte sich da mal ein bisschen Stahlbeton einpacken und das Ganze schon mal hier runter zum Industriegebiet bringen. Bald drehen. Da stehen deine Kollegen. Da brauchen wir bald Material, wenn wir die Speicherstadt da aufstellen. Bis es soweit ist, vergeht wohl aber noch ein bisschen Zeit. Denn jetzt geht es an die Minen. Ich schlage vor, auf Crown Forts werden wir alle Minen umwandeln in Eisen. Die zwei Zementvorkommen, die wir hier haben, die packen wir hier runter aufs Industriegebiet, denn hier wird ja das Zeug auch benötigt. Da fällt auch gleich die eine Handelsroute weg und der Frachter, der da unterwegs ist, kann verkauft werden. Ja, so machen wir das doch mal. Und natürlich auch die Kohle, die hier abtransportiert wird, die fällt auch weg. Genug wird ja in Kohle produziert. Seht nur, wir befinden uns auf unserer Insel in der alten Welt. Gehen wir das mal an. Eins nach dem anderen wieder. Zink, ach so, stimmt, das fällt ja auch weg. Gut. Weg, weg. Und anpassen das Ganze. Ich hätte gern Erz, Eisenerz, um genau zu sein. Wunderbar. Stellen wir doch die Mine gleich mal wieder auf hier. Nummer 2. Was haben wir hier? Kohlemine? Na, na, na. Nicht mehr lange. Sag ich euch. Anpassen. Eisenerz rein. Neu aufstellen. Und weitergehen. Noch eine Kohlemine. Nicht, wenn es nach mir geht. Kupfer nehmen wir weg. Das kommt dann auf anderen Inseln, kommt das. Da sind nicht mehr so viele Schiffe unterwegs, die ja alle kreuz und quer durch die Welt schippern. Kupfer, Kohle, also beide weg. Könnte ja auch meine Eisenmine dazwischen sein, dass ich ja mal nichts wegreisen muss. Wie wäre es denn damit? Aufstellen, aufstellen. So. Hier, Eisen, 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 Eisen. Ja, man braucht es nur mal anzusprechen. Ich könnte natürlich auch das Ganze so abarbeiten. Wäre vielleicht einfacher. Okay, okay, ich gebe es ja zu. Könnte man tun. Weg damit. Anpassen. Ich hoffe, ich habe genug entwickelt, um das hier alles durchzuziehen. Eisen bauen. Passt. Dreimal noch bei der Kohle. Dich nehme ich noch. Dein Nachbarn. Oh, eine Inspektion. Halt. Den Nachbarn, den nehme ich doch nicht noch. Der ist schon, wie ich ihn brauche. Nimm dir mal ein Beispiel.
Aber die hier, die wird noch geräumt. Bis auf den letzten Mann. Sucht nach Eisen. Würde mir viel besser gefallen. Zweimal Zink, einmal Kupfer und dann das mit dem Zementner. Zink, Zement, naja, nehmen wir die doch beide gleich hier. Zack, zack und weg ist die Sache. Ja, wo stehst du? Da unten. Kupfer und einmal Zement noch, dann haben wir die Insel durch. Zement da oben, raus, weg, tschüss. Man sieht sich auf einer anderen Insel. Und nun 26 Eisen vorkommen. Ja, da kann man doch ordentlich was abtransportieren. Das heißt, jetzt schauen wir mal nach der Zementrude. Die kann dann schon mal weg. Zement für Weinweg. Hoch, das ist aber noch ganz alt. Noch ganz, ganz alt ist das. Route löschen. Wo stehst du? Ist wohl schon alles voll. Ach komm, laden wir dich hier oben ab. Abdrehen beginnen! Items raus und dann wirst du verkauft. Brauchen dann aber hier unten noch zwei. Nehmen wir mal die Kohle raus. Oh, hier auf der Insel. Da wird's wohl nichts mit Handelskammern vor den Minen platzieren. Eieiei, nee, das kann ich mir abschminken. Dann würde ich sagen, ich habe geschworen, mich um dich zu kümmern. Und das werde ich auch. Nehme ich doch gleich euch zwei hier dafür. Einmal die Kohlemine weggerissen, einmal die Eisenmine dafür geopfert. Ja, und dann machen wir hier mal Zement draus, machen wir. Hier auch. Und schon seid ihr versorgt. Och, nee. Kein Baumaterial. Einen Augenblick. Da muss ich aber zuerst die Baumaterialroute mal pausieren. Sonst wird mir das doch alles wieder abtransportiert. Du lehnst dich zurück. Du machst Pause. Genieße es. Wird nicht lange sein. Gut, wenn du es eben nicht ausladen kannst, wird's über Bord geworfen. Machen wir es uns einfach. Items lassen wir hier und verkauft wirst du dann in der alten Welt. Dann gebt mir mal den Kram, den ihr hier noch habt. Gut, okay, das kann ich hier gerade nicht loswerden, aber den ganzen anderen Kram dafür. Ach ja, du halt auch nicht. Sind unterwegs! Hier habe ich aber dann nur die Fenster und Stahlträger, die wir brauchen. Ball drehen! Gebt sie mir alle. Dass da niemand was zum versteckt. Horizont! So, zweimal die Mine aufstellen. Für Zement ist wieder gesorgt. Zweimal Zement, zweimal Eisen. Dann Crown Falls aus der Zink- und aus der Kupferroute mit rausnehmen. Oh, finde ich das jetzt? Zink. Da ist nicht mit drin, da ist nicht mit drin, da haben wir es mit drin. Crown Falls, ganz oben. Entfällt. Dann das gleiche nochmal beim Kupfer. Nein, nein, jawohl. Auch ganz oben. Raus damit. Weiterfahren. Wer kümmert sich hier um das Eisen?
Erz. Ich frag mal so. Oh, eieiei, da sind ein paar unterwegs. Ein paar viel unterwegs. Oh, das muss zusammengefasst werden. Zwei Stück von Crown Falls zum Industriegebiet, wahrscheinlich nur Frachter. Na, müssen auch noch neue Schiffe rauf. Aber gut, das kann jetzt erstmal so bleiben. Minen abgearbeitet. Dann sind wir mit Crown Falls durch. Ihr hier unten habt euren Zement. Und um weiterzumachen, braucht ihr glaube noch ein paar Seilfaden. Und auf jeden Fall wieder ein paar Berechtigungen, um das Ganze zu verändern. Erzart anpassen, nur noch 5 Stück da. Ja, dann packe ich da mal gleich nur 10 Stück rein. 3 Seilfahrten werden noch produziert. Dann nehmen wir da auch noch mal 2 rein. Der alte Kauz von Tutor konnte nicht mal eine Medusa von einem Zentauren. Oder? Ja, das ist Pech für ihn, würde ich sagen. Ich kann's. Keine Probleme damit. Hätte er mich mal gefragt. So. Hey. Ach, mein gutes Frachteschiff, das mir immer Baumaterial bringt. Geh mal da hoch. Dann kann jetzt hier noch was raus. Nicht viel. Dann stell dich mal bitte abseits irgendwo auf, dass du hier nicht im Wege stehst. Du bitte auch. Und ihr, dass ihr nicht ganz so doof hier in der Gegend rumsteht, Lotte könnt bereit. Gern nochmal Olching ansteuern und ein bisschen Stahlträger und ein bisschen Fenster besorgen. Ich bin erfreut, Ihnen unseren neuen... Werden wir in der nächsten Folge brauchen, denn da geht es dann hier weiter mit der Speicherstadt. Am oder im Industriegebiet. Und jetzt zum Abschluss der Folge und um uns ein wenig aufzulockern, geht es nochmal in die alte Welt. Ich habe da mal ein paar Schiffe aufgestellt und da ich schon seit längerer Zeit ein Auge auf diese wunderschöne Insel geworfen habe und das die letzte ist, die mir noch in meiner Sammlung fehlt, könnte ich mir die doch unter den Nagel reißen. Willi, was sagst du dazu? Hast du gerade Zeit für mich? Du hast Zeit? Ja, da klopf ich doch mal an deine Tür. Flotte erwartet Befehle. Hast du Kaffee und Kuchen da? Zeit zu spielen. Ach, aber wirklich spielen. Ja, wir müssen ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen hier. Schlachtkreuzer bereit! Machen wir dem erstmal ein bisschen Feuer unterm Hintern, dass er weiß, mit was er es zu tun hat. Neue Befehle? Hier, ihr könnt eure Kanonenrohre mal entstauben und reinigen. Feuer draus, was drin festhängt. Dass die Rohre mal frei werden. Hi. Na, und du hast doch hier nichts mehr wirklich stehen. Keine Schiffe, die du mir mehr entgegenwerfen kannst. Ach, das macht doch gar keinen Spaß, Willi, Willi, Willi. Aber da du mir schon so lange in den Ohren hängst und mich immer wieder aufs Neue mit deinen Aufgaben nervst, wird's mal langsam Zeit, oder? Neue Befehle? Diese Meeresbrise riecht ganz schön nach Fisch. Hör, gleich riecht's nicht mehr nach Fisch, gleich riecht's nach Schießpulver. Oder nach brennendem Holz, schmelzendem Stahl. Ach, Ruß in der Luft. Hoppala! Schiff unter Beschuss. Da bin ich wohl ausgerutscht mit meinem Finger. Ach, das wollte ich doch nicht. Mehr als bei Schiff unter Beschuss. Schon wieder passiert. Ach, Willi, tut mir leid. Was ist da jetzt los? Schiff unter Beschuss. Och, die machen sich selbstständig. Ich kann nichts dafür. Schiff unter Beschuss. Oh, da kommt ja doch jetzt aber ein bisschen zu viel hier. Willi, 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 Willi. Kein noch so großer Magier kann die Toten zurückbringen. Die Station.
So geht's nicht. Schiff unter Beschuss. Ja. Kreuzer bereit. Alle. Schiff unter Beschuss. Feuern. Attacke. Schiff unter Beschuss. Och. Da kommen ja nur ein paar Kratzer in meinen Rumpf. Schiff unter Beschuss. Wieder nur ein paar kleine Lackschäden. Schiff unter Beschuss. So, als letzter Überlebender, Willi, da hätte ich mehr von dir erwartet. Schiff unter Beschuss. Da kann ich dir ja nicht mal Gummipunkte vergeben. Finger weg von meinen Häusern. Nö. Da tatsche ich richtig dran. Mit meinen Fettgriffeln. Schön vor deinen Augen, dass du es auch siehst. Mach noch ein Foto davon, dass du noch eine Zeit was davon hast. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Oh, das ist aber schade. War jetzt nicht direkt meine Absicht. Nimm alles, aber tu dem kleinen Willy. Oh, wenn du es mir so anbietest, dann greife ich doch mal zu. Und an der Stelle sag ich mal auf Wiedersehen, Willy. Es war gut eine schöne Anfangszeit, das gebe ich ja zu. Ach, wir hatten Spaß zusammen, aber dann irgendwann kam die Zeit, ne? Da bist du mir dann ein bisschen zu sehr auf die Senkel gegangen. Es könnte durchaus gefährlich. Dir ist wohl klar geworden. Also werd glücklich in deinem neuen Zuhause, wo auch immer dich deine Wege hinführen. Aber hier, in meinen Ländereien, in meinen fünf Weltmeeren, da bist du nicht mehr zu Hause. Du übernimmst ab hier wie so eine Art Vasall oder was? Ja, das tue ich. Es hat deinen kleinen Willy am Ende eingeholt, Mom. Der Geist, das Geld, der Schlüssel. Ich schätze, wir können da oben in Ruhe über alles reden, nicht wahr, Mom? Ja. Okay. Ein Konkurrent wurde vernichtet. So viel dazu. Konfetti, Feuerwerk, hey, Jubel. Natürlich werden wir das Ganze hier an der Stelle fortsetzen. Ich mach doch nicht Schluss. Wer bin ich denn? Eine neue schöne Insel, alle Kontrahenten beseitigt, alles für mich. Da könnt ihr neue Ziele jetzt gern wieder hier unten Platz nehmen. Nicht, dass mir die Anne da noch wiederkommt. Schön wieder hier unten patrouillieren. Flotte auf Patrouille. Na, da baut sich doch wieder was auf. Das weiß ich zu verhindern. Mein gutes Frachtschiff, du wirst jetzt noch verkauft. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Nächste Folge, wie angekündigt, Speicherstadt im Industriegebiet. Und mal schauen, wie viel dann wieder im Forschungsinstitut bis dahin produziert wurde. Eventuell dann auch mit den Minen weitermachen. Alles weg. Jetzt muss ich das doch nochmal überprüfen. 1, 2, 3, 4. Ach, vier Weltmeere doch nur. Hab ich mich vertan. Naja, kann ja mal passieren. Das große in der Mitte, das meinte ich natürlich noch, ne? Darf man nicht vergessen. Neue okay. Befehle? Ja, wo bleibst du denn? Ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit. Die Expedition, die wartet schon. Ach, zieh doch mal den Finger. Wendemanöver! Der Archie, der leckt sich schon die Finger nach dir. Blickt schon gierig durch sein Teleskop und schaut aus weiter Ferne zu, wie du im Hafen einkehrst. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Weg mit der Nussschale. Jetzt nimm's. Sir Archibald Blake. Na fein. Werd glücklich damit. Ach, wisst ihr was? Dann können wir euch eigentlich auch gleich noch beladen und wieder auf den Zum Weg schicken. Horizont. Wäre das auch geklärt und erledigt. Und dann kann ich die Folge auch wieder mit gutem Gewissen beenden. Noch ein paar Fenster reingepackt. Hier auch nochmal alles voll.
Wendemanöver! Das war noch nicht genug. Du nimmst noch mehr. Alle sammeln. Alle Informationen. Dann geht's los. Ja, wieder im Schneckentempo. Haben wir Flotte erwartet es? Wir Befehl. Haben es. Ab zum Industriegebiet. Und wir gehen jetzt schön zur Expedition. So, natürlich wieder mit Blick auf unseren schönen Palast. Botanischer, da waren wir stehen geblieben. Hoffentlich sucht es uns nicht heim. Das hoffen wir, mein Kapitän, das hoffen wir. Ein ungesunder Geist. Der Mann zuckt und rollt mit den Augen, bevor er schließlich das Bewusstsein verliert. Dieser Anfall kam überraschend und es waren 8 Männer nötig, ihn zu bändigen und an den Mast zu binden. Einige sagen, er sei von Dämonen besessen und müsse beseitigt werden. Die weniger abergläubischen Offiziere suchen nach einer vernünftigeren Erklärung. Der einzige Weg, einen sich zuspitzenden Streit zum Schweigen zu bringen, ist, eine Lösung zu finden. Ja, aber welcher? Das ist die Frage. Ihn rund um die Uhr in der Kabine bewachen. Die Wachen haben wenig zu berichten, außer dass sie den tollwütigen Hund gelegentlich mit Schnaps ruhigstellen. Nach 14 Tagen erholt sich der arme Mann, ohne sich an das Geringste erinnern zu können. Obwohl seine Hand teilweise gelähmt ist, kann er seinen üblichen Pflichten wieder nachgehen. Na dann ist doch gut, kein Ausfall, ich brauche keine Hilfskraft zu besorgen. Wunderbar. So will ich das sehen. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo. Ist das aufregend, eine Berühmtheit. Dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.